I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. Einen wunderschönen guten Tag. Heute, schneller als erwartet, kommt das zweite Vorstellungsvideo, und zwar zu der Gixxer. Das ist die gute. Ja, Suzuki GSX-R 600 K2. Ich habe eine ganz spezielle Bindung zu diesem Bike, denn das ist der Grund, warum ich heute Motorrad fahre. Ja, die Story dazu, die werde ich euch gleich während der Fahrt erzählen. Jetzt gehen wir einfach nur eben ganz schnell einmal zack, 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 zack durch, denn es ist sehr spät und es wird bald dunkel. Wir stehen hier übrigens beim Rathaus Wilhelmshaven. Wunderschönes Gebäude, oder nicht? Zu diesem Motorrad. Ja, das Modell ist ja wahrscheinlich vielen bekannt. Es ist ein sehr altes Motorrad. Ja, Baujahr 2002, deswegen K2. Suzuki hat das mal so schön gelöst, ne, mit K1 bis K9. Das ist dann 2001 bis 2009. Und dann ging es weiter mit L, glaube ich. L0, das war dann 10. L1, 2011 und so weiter und so fort. Aber das ist ja jetzt hier nicht das Thema. So, was haben wir hier? Suzuki GSX-R 600 K2, Baujahr 2002, 116 PS serienmäßig. Sie hat ein paar kleine Modifikationen, auf die ich jetzt eben ganz schnell eingehe. Die machen schon einen großen Unterschied und machen das Bike eigentlich erst halbwegs modern. Wir haben hier diese LED-Blinker, die eingelassen sind. Die haben natürlich auch eine E-Nummer. Natürlich, wir sind doch legal unterwegs. Wir haben hier kleine LED-Blinker, die sind ganz niedlich. Wir haben gekattetes Heck. Ja. Weil damals waren da ja nochmal diese fetten Plastiklöffel dran. Das sieht halt scheiße aus. Wir haben ein vertöntes Rücklicht. LED. Mit E-Nummer. Ja, ist schon ganz schicki. Wir haben Tankpad. Ja, GSX-R. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Wir haben V-Track-Hebel. Fun Fact: dieses Ding hier, dieses Außenstück, immer nachziehen. Und am besten mit Schraubensicherung, wenn ihr die finale Position gefunden habt. Denn ich habe so ein Ding schon mal verloren. Da musste ich hier mit diesem kleinen Stummel noch so ein bisschen schalten. Das hat nicht geschockt, bin ich ganz ehrlich. Aber gut, ich wollte deswegen die Tour auch nicht abbrechen. Was haben wir noch? Wir haben andere Spiegel. Ne? Original sind da so fette Löffel dran. Das sieht halt einfach scheiße aus. Und ja, die sind so ein bisschen eleganter. Lassen sich auch anklappen. Ne? Falls man mal das Ding dann in der Garage parkt oder eh gar keinen Fuck gibt, sowas hinter einem abgeht. Sage ich auch gleich dazu, Schulterblick mit voller Montur, Kombi, dies, das, jenes. Und ja, mit meinem Helm ist kaum möglich, weil mein Helm mit dem Polster, mit diesem Aerodynamikpolster meiner Kombi Kontakt sucht. Sagen wir mal so. Wir haben hier eine MRA Windschutzscheibe, ne, in der man mich jetzt gerade auch schön sieht. Ja, oh Gott, sehe ich fett aus. Naja. Wir haben die Sozius-Abdeckung, Original Suzuki. Ja, das ist doch normal, dass die so ein bisschen klappert. Das gehört bei dem Bike so. Warum auch immer. Was haben wir ansonsten? Ja, genau. Kommen wir mal zum Kern des Ganzen. Was man jetzt nicht sieht. Hier drunter sitzt ein Power Commander. Ich glaube, Power Commander 2 heißt das Ding. Und wir haben eine... Nein, das ist nicht nur ein Endschalldämpfer, weil Kenner wissen, das Ding wird eigentlich mit 4 Bolzen angeschraubt, der Endschalldämpfer. Wir haben hier aber einen Slip-On. Warum haben wir einen Slip-On, wenn das Bike das doch eigentlich gar nicht hat? Weil wir, man sieht es hier ein bisschen vielleicht durch, wir haben eine Komplettanlage von Akrapovic. Na, also 4 in 1 und hinten haben wir noch einen passenden Akrapovic Endschalldämpfer. Ja... Der eigentlich nicht für die K2 ist, aber das ist scheißegal, weil anscheinend war das okay. Der TÜV hat es nicht bemängelt. Ne, also im Gegenteil, der TÜV und der Werkstattmeister, wo ich das Bike vorgeführt habe, die haben gesagt, wow, hast du die neu aufgearbeitet? Die sieht so gepflegt aus. Ja, die sieht wirklich gepflegt aus, oder? Ja. Was gibt es noch zu diesem Bike zu sagen? Sie macht Spaß. Ha? Ja, extrem. Der war nett. Das Bike hat weder ABS noch irgendwelche anderen Spielereien. Die einzige Elektronik, die da drinnen stattfindet, ist die Einspritzung.
Egal. Bevor ich jetzt hier gleich komplett eingehe, weil es verdammt warm ist, schmeißen wir uns einfach auf den Bock und drehen eine kleine Runde. Und dann erzähle ich nebenbei so ein paar andere Geschichten zu diesem Bike. Ja, sie ist ein bisschen unpraktischer als die Duke. Ne, das sage ich mal gleich vorweg. Man muss schon sehr masochistisch veranlagt sein, wenn man so ein Bike im Alltag fahren will. Sag ich mal so. Egal, wo kommen wir jetzt hier am besten weg? Hier ist nämlich so viel Baustelle in der Stadt. Na, na, na. Naja. Gut. Drehen wir eine kleine abendliche Runde, würde ich sagen. Langsam ist es auch sehr angenehm von der Temperatur. Ich habe heute den ganzen Tag ich habe den ganzen Abend im Pool geschimmelt. Ich wollte gern fahren, aber es war zu warm. Das hast du einfach nicht ausgehalten. Ne? Und nee, das muss nicht sein. Zuck. Ich muss mich auch jetzt echt wieder umgewöhnen, weil ich jetzt die letzten Tage sehr viel Duke gefahren bin. Und die Gixxer ist da einfach ein bisschen anderer Schnack, ne? Sind halt ein bisschen Pferdchen mehr und man hat halt kein ABS und so. Das ist halt ein bisschen problematisch. Ja, egal. Egal. Wow. Ja, sie macht Spaß. Warum sind jetzt hier alle Ampeln rot? Auf der anderen Seite waren die alle ausgeschaltet. Ich will jetzt hier nicht irgendwie die ganze Zeit nur so im Stadt-Stop-and-Go verbringen. Ich glaube, das habe ich im letzten Video ja angekündigt. Das ist verdammt unangenehm mit diesem Bike. Ja, also, schockt nicht. Und ich glaube, ich muss die Kombi gleich mal ein bisschen aufmachen. Es ist verdammt warm. Digga, fick mein Leben. Das ist mein kleiner Reiskocher. Ne? Und ich habe eine große Vorliebe für solche Bikes. Eine sehr, sehr, sehr große Vorliebe. Ja, das ist einfach... Es ist einfach was anderes. Ich bin überhaupt kein Chopper-Fan. Naked Bikes finde ich sehr praktisch im Alltag. Aber das war es auch schon. Also, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Spot, wo wir einen Soundcheck machen können. Ja, das ist halt wichtig. Und ja, es wird halt dunkel. Das ist halt ein bisschen blöd. Müssen wir gleich mal gucken. Aber ich muss die Kiste halt auch erstmal warm fahren. Weil gerade ist sie es nicht. Aber naja. Gucken wir mal. Irgendwas finden wir schon. Oh, die lassen sich hier schon rollen. Ne? Oh, was ist das denn da auf der Straße? Ach, das sind diese komischen verschachtelten Fahrräder. Digga, so kannst du dich auch umbringen, ne? Das ist doch unfassbar. Oder? Das... Oh. Hier, guck mal, er fährt noch rüber, ne? Digga, dieser Hund. Oh, ist das hier ruckelig. Digga, also sind wir denn wenigstens los. Oh, es ist so warm. Es ist so warm. Warum fährt der mir so dicht auf? Muss das sein? Piss dich. Ja. Gucken wir mal. Ja, gucken wir mal, wo wir jetzt... Ich glaube, ich weiß, wo wir hinfahren. Wir fahren nach... Nach Roffhausen. Ja? So, Roffhausen ist meine meine Chill-Ecke sozusagen. Da mache ich immer gerne mal so hier und da so ein paar
Gefahrenbremsungsübungen, probier mal ein paar Sachen mit dem Bike aus, ohne dass ich gestört werde. Oh, und der Spaß, der will halt auch nach links, ne? Digga. Um Gottes Wille, guckt euch diese Scheiße an. Sowas darf auf der Straße fahren. Digga, was ist das? Was für ein Bullshit. Lebensgefährlich, so eine Pisse. Ist das elektronisch? Oder muss er treten? Ich habe gar keine Ahnung. Oh, Digga. Piss dich da mit dieser Scheiße. Naja, gut. Also, wir werden heute nicht großartig die Sau rauslassen mit dem Bike, weil der Ölwechsel ist ganz dringend fällig. Ich habe mich in letzter Zeit mehr der Duke gewidmet als meinem eigenen Bike. Das ist echt schlecht. Und ja, was soll man tun? Was soll man tun? Ja, deswegen, also wenn der Ölwechsel, morgen ist schlechtes Wetter, dann werde ich das mal angehen. Genauso wie noch ein paar andere Kleinigkeiten, die ich mir anschauen wollte an dem Bike. Die Verkleidung, die wollte ich nochmal kontrollieren, ob alles richtig sitzt. Und wenn das der Fall sein sollte, dann gibt es auch ein Autofahren-Video. Und es gibt generell mehr Videos mit der Geekster. Egal. Jetzt kommen wir mal zu dem Bike selber. Also. Dieses Bike ist der Grund, warum ich Motorrad fahre. Warum? Kann ich ganz einfach erklären. Ich war damals, ich bin auf eine Realschule gegangen und an der direkt dran war ein Heingericke-Laden. Ja, ich muss mal kurz meine Lüftung hier aufmachen. Da war ein Heingericke-Laden dran. So, auf der Vorderseite davon praktisch, ne? Und ich habe des Öfteren mal den Schulbus verpasst, weil ich mir gerne Motorräder angesehen habe. Ja, so fand ich einfach immer interessant. Von klein auf. Und naja, auf jeden Fall habe ich, das war im Jahr, ich glaube 2001 oder 2002, da kam diese neue GSX-R, also jetzt ja nicht mehr neu, klar, ne? Aber da kam diese GSX-R gerade raus und ich war hin und weg. Die gab es dann halt in, ich glaube, blau-weiß. Und eine, das war so das Ausstellungsstück des Ladens, kann man fast sagen, war halt in pechschwarz, ja? Mit Sozius-Abdeckung und dies und das und so ein bisschen geilen Scheiß dran. Und das war so, ja, ich weiß nicht, ob das ein Ausstellungsstück war oder ob das irgendwie einem Mechaniker da gehörte. Sie stand auf jeden Fall aber mit im Showbereich. Und ich fand dieses Bike einfach so krank geil, vor allem in der Farbe, dass ich mir gesagt habe, Digga, das will ich auch. Das ist geil. So, und auf jeden Fall wollte ich dieses Bike haben. Und ich stand dann halt auf jeden Fall den einen Tag vom Schaufenster wieder, hab mal wieder geguckt. Ich habe immer gerne so die Yamaha-Modelle, die R6 kam damals, glaube ich, gerade raus und die R1 habe ich mir halt gerne angeschaut und halt die ganzen GSX-R-Modelle, die dann halt so da waren. Die S-Rad war da, die Hayabusa ist keine GSX-R, ich weiß, ist eher eine Katana auf Steroiden. Digga, hier ist 30? Fick mein Leben. Ich wende. Auf jeden Fall stand ich kleiner Stöpsel von, lass mich überlegen, ich glaube ich war 12, stand ich dann da und begutachtete mir wieder mal diese pechschwarze GSX-R K1, K2, K3, ich weiß nicht, was es war. Spätestens K2. Also, ne? Und ich gucke mal, ob ich hier irgendwo auf den Platz rauf kann. Hier ist doch schicki. Auf jeden Fall
bin ich dann praktisch, also ich stand praktisch vor diesem Laden dann und habe sie mir mal wieder angeschaut, wie des Öfteren. Und da kam ein Verkäufer raus, ne, kam zu mir, ich stand vorm Schaufenster und er fragte mich, ob ich mal Probe sitzen möchte. Und ich dachte mir nur so, was? Geile Sache, ja. Gut, das Ding war halt da aufgebaut auf einem Montageständer. Und das Ding war halt dann aufgebaut auf einem Montageständer. Und ich durfte mich dann praktisch mal draufsetzen. Ne? Und das war der beste Tag so in meiner Kindheit, glaube ich. Der mich dann auch tatsächlich, wo ich mir gesagt habe, wenn ich groß bin, will ich das. Ich will genau das haben. Und das war dann auch so, da war auch meine absolute Liebe für Supersportler einfach so, ne? Klar, vorher fand ich die schon immer geil, aber das war dann nochmal, ich muss ein bisschen meine Kombi aufmachen. Das war dann nochmal so die Kirsche auf der Torte, oder wie würde man sagen. Ja. Und ich habe an dem Tag auch meinen Schulbus verpasst. Das war mir scheißegal. Ich bin nach Hause gekommen und ich hatte im Kopf, was ich will. So, ne? Also ich wusste, so, keine Ahnung, was ich beruflich machen will später. Keine Ahnung, ob ich Kinder will oder nicht. Aber ich will eine verfickte GSX erfahren. Das war mein Kindheitstraum. So, ne? Und ich musste über Umwege dahin, weil ich mir dann dummerweise, als ich dann so 15, 16 war, mir das im Straßenverkehr, als dann so die Rollerzeit kam und so, ne, habe ich so ein bisschen Unfug angestellt und dann auch später noch ein bisschen Unfug und dann, lassen wir das. Da gehe ich irgendwann vielleicht nochmal drauf ein, wenn das wirklich jemanden interessiert. So, auf jeden Fall habe ich mir unglaublich viel Scheiße erlaubt und ich bin froh, dass ich überhaupt jetzt heutzutage meinen Traum fahren darf. Ne? Legal. Ja, ne? Das ist, es ist für mich so. Deswegen, alle haben auch zu mir gesagt, verkauf sie, sie ist so unpraktisch, du fährst sie eh kaum so, weil Stadtverkehr und dies, das, jenes und wir haben hier eh keine schönen Strecken im Norden zum Ballern. Der Hinterreifen, der ist noch relativ neu, der ist noch nicht mal richtig angefahren. So, ne, das ist halt alles scheiße, aber ich muss mich einfach bemühen, sie mehr zu fahren. Und, was heißt bemühen? Ich muss mich einfach mal, so wie jetzt heute, einfach sagen, ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen, ne. Ich setze mich jetzt auf den Bock und, mach halt dieses Video. Da hilft mir tatsächlich auch gerade dieser YouTube-Content bei, dass ich auch Gründe habe zu fahren. Ne? Also klar, Spaß ist halt auch immer ein Grund, aber wenn es dann beruflich viel zu tun oder keine Ahnung oder Familienangelegenheiten und bla bla bla, dann, ne, und dann ist das Wetter und dann denkt man sich, ach nee, heute kannst du doch nicht fahren, ist viel zu warm und man ist dann um Ausreden nicht verlegen. Ne? Und gut, zu dem Bike selber nochmal ganz kurz. Ich finde tatsächlich, das Einzige, was dieses Bike ein bisschen altbacken wirken lässt, ist der recht breite, bullige Tank. Da kommen demnächst auch Tankgrips hier an den Seiten hin. Das muss einfach sein. Also, ich merke das jetzt selber. Also, viele haben mir gesagt, warum hast du sowas noch nicht dran? So, ja, ich spür's jetzt selber, warum. Vorher wollte ich nicht, weil ich dachte, das zerstört die Optik. Aber, naja, wie dem auch sei, ne? Wir sind hier übrigens in Roffhausen. Das hier ist, glaube ich, Olympia oder so. Oder da. Ich habe keine Ahnung. Das war damals mal hier irgendwie so eine Schreibmaschinenfabrik. Hauptarbeitgeber der Stadt. Ne, so nebenbei so ein kleiner Funfact. Schreibmaschinen haben sich aber, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, nicht so wirklich durchgesetzt. Ne, als dann die Computer kamen. Bedauerlich. Jetzt stehen hier ganz viele Gebäude. Ganz viel Fläche. Da drüben auch dieser Parkplatz. Ne. Guckt euch das mal an, was für eine Fläche das ist. Eigentlich könnte man daraus ein Park and Ride oder so machen oder stellt dann noch ein Subway hin oder ein Starbucks oder keine Ahnung. Aber macht doch irgendwas damit so, ne? Aber gut. Naja, zurück zum Bike. Ja. Also ich meine, das meiste habe ich ja schon beschrieben. Und wir machen aber jetzt auch einen Soundcheck. Soundcheck. Ja. Weil wir wollen ja auch klingen. Ach ja, übrigens hier, die Schramm, ne? War mal ein Rutscher. Passiert wie Tomaten. Gut. Soundcheck. Übrigens hat die eine kleine Eigenart. Wenn sie warm ist, ich glaube, das ist der Anlasser, dann muss ich immer ein bisschen Gas dabei aufdrehen, wenn ich sie anschmeißen will.
wie ihr ja wahrscheinlich gehört habt, die tut sich dann schwer. Wenn sie wieder kalt ist, ist wieder alles cool. Ne? Ganz komisch. Ist aber so eine GSX-R-Krankheit, also in den WVBG-Reihen. Ne? So heißt ja diese Reihe von K1 bis K3. Egal. Wir hören uns jetzt mal den Lachs an, würde ich sagen. Einmal das Standgeräusch. Ja, sie grummelt schon ein bisschen böse, oder? Habt ihr das Ploppen gehört? Ja? Sie ist laut. Ich drehe sie eigentlich auch nie in der Begrenzer. Das ist halt, also zumindest nicht hier so innerorts. Ne? Klar, wenn man jetzt mal richtig die Scheiße krachen lassen will, da tut man das vielleicht mal. Aber wir haben hier eh im Norden kaum Strecken. Ne? Meine Lieblingsstrecke, das war übrigens gerade das Stück, wo dann da hinten 30 wurde. Das war meine Lieblingsstrecke, meine Hausstrecke praktisch. Da war früher alles 100. Schöne, halbwegs schöne Kurven. Für uns im Norden waren das schon krasse Kurven, weil die schönsten Kurven, die wir sonst hier haben, sind die Autobahn-Ein- und Ausfahrten. Mehr haben wir hier einfach nicht. Ne? Also falls jemand aus dem Norden kommt und hier aus meiner Region vielleicht sogar und mir mal ein paar schöne Strecken zeigen will, bitte immer her damit. Freue ich mich drüber, wirklich. Na gut, ne? Das ist die GSX-R. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach noch ein bisschen. Und dann muss ich mich wieder auf den Heimweg machen, weil es wird jetzt schon wieder dunkel. Es ist langsam wird es tatsächlich warm unter der Kombi. Ne? Also ich merke schon, trotz Funktionswäsche, dass es schon anfängt zu kleben. Schockt mich. Aber gut. Ne? Und an meinem Helm merke ich es auch langsam. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber meine Wohlfühltemperaturzone, die hört bei 22 Grad auf. Alles darüber finde ich unangenehm. Es schockt einfach nicht. So, machen wir die Kombi mal wieder zu. Oh Mann, ich fühle mich wie im Aquarium. Ja, ich erzähle jetzt auch mal so ein bisschen was zum Bike, meine Eindrücke dazu. Ich finde, sie ist sehr unbequem verglichen mit der Duke. Sie ist aber sehr bequem verglichen mit einer R6. Ja, ich hatte auch mal eine R6. Und ich finde die Gigster tatsächlich bequemer. Wie gesagt, also sie ist absolut nichts, um damit jetzt ins Büro zu pendeln, außer man ist unglaublich masochistisch veranlagt. Sie ist auch nichts, gemütliche Touren zu fahren, die dann ein bisschen länger sind, wo man dann schon... Der Sattel ist tatsächlich sehr bequem. Ne? Also ich bin damit schon auch ein bisschen mehr Strecke gefahren am Stück. Was heißt ein bisschen mehr? Für eine Supersportler war das viel. Ne? So knapp 300 Kilometer am Stück. Der Sattel ist sehr bequem, aber, und das ist das große Aber, sie ist ansonsten von der Sitzhaltung her ist sie sehr, sehr unbequem. Ne? Bei höherer Geschwindigkeit, jetzt mit 70 noch nicht so, aber so ab 100 wird es angenehm, weil der Wind so ein bisschen den Oberkörper entlastet. Ne? Aber, ja, oh, was geht bei Ihnen? Die haben auch Spaß. Oh Mann, ich will eine Supermoto haben. Ich brauche ein Zweitbike, ohne Scheiß. Naja gut, also. Sie tut, was sie soll. Ne? Also, aber sie ist wirklich... gewinnst keinen Pokal mit, wenn es darum geht, bequem von A nach B zu kommen. Ne, und ich hatte die Möglichkeit, oder ich hätte sie immer noch, relativ günstig, mein Fahrschulbike zu übernehmen. Das ist eine Z650. Mein Problem an der Geschichte ist, ja, ich weiß, das ist ein sehr bequemes Bike, sehr alltagstauglich. Macht doch super viel Spaß soweit. Aber ich weiß jetzt schon, das Ding wird mich unglaublich schnell langweilen. Und da sind wir jetzt bei der finalen Frage, die sich vielleicht manche stellen und auf die es keine passende Antwort gibt. Ist so eine GSX-R, ist das was für einen Fahranfänger? Und die Frage kann ich euch nur beantworten mit Ja und Nein.
Na, also wichtig ist halt eben das, was das da macht. Na? Und also wenn das hier noch als Filter funktioniert, da kann das mit Sicherheit gut gehen. Sie ist definitiv beherrschbar. Ne? Wenn man kann sich auch mit weniger PS umbringen, das ist eine klare Sache. Aber sie ist jetzt nicht übermotorisiert. Ne? Wenn man sich jetzt dagegen mal so eine G6R K1 bis 5, sagen wir einfach mal, anschaut, die als Tausender daherkommt. Digga, das Ding ist eine Waffe. Das ist einfach, da brauchst du einen Waffenschein und einen Führerschein für normalerweise. Weil, oh Gott, scheiße, fick mein Leben. Fahr ich jetzt hier rein? Ja, geht ja nur, ne? Boah, Digga, ne, verkehrsberuhigte Zone mit einer Supersportler. Das ist mies. Das ist richtig mies. Oh, das ist richtig mies. Das ist jetzt so Richtung, richtig, oh Mann, kann ich hier einfach nur mit Kupplung rollen? Geht das? Oh ja, das geht. Oh Mann, oh, das ist so hart. Ich muss hier irgendwie wieder weg. Oh Digga. Oh Mann, das ist Qual. Ne? Also für sowas, Digga, bei so einem Naked Bike lässt halt Kupplung kommen, lässt ein bisschen kullern. Bei so einer Supersportler, wenn du dich an Regeln halten willst, keine Chance, Digga. Du wirst verrecken. Du wirst einfach nur verrecken. Oh Mann, ich will hier raus. Und guck mal da hinten, wo das blinkt. Da muss ich noch ganz hin. Außer ich nehme die nächste links. Ja, das tue ich. Das tue ich. Oh Mann, das ist Quälerei. Für mich und das Motorrad. Also die Sache ist die. Wenn ihr eine Supersportler fahren wollt als Fahranfänger, ist es vollkommen okay. Na, das ist, fällt unter persönliche Geschmäcker, würde ich sagen. Ich sag euch nur direkt, ganz ehrlich, es ist ein bisschen mit Leid verbunden. Ihr werdet nicht mit dem Motorrad zur Arbeit fahren, so oft ihr möchtet. Ihr werdet ein bisschen Einschränkungen haben. Ihr werdet nicht mal eben kurz eine gemütliche Runde. Nein, so eine Supersportler, die will halt auch dementsprechend gefahren werden, was ich heute übrigens nicht tue. Und so eine Supersportler, die, ja, es ist halt vom Komfort her natürlich, ne, so eine harte Sache. Und das liegt ganz in, ja, ne? Also ich will euch da gar nichts irgendwie reinreden. Ich bin nicht euer Papa oder sowas. Und ich bin auch direkt mit einer Supersportler angefangen. Ne? Das hier ist jetzt nicht die erste, aber das ist die ich immer wollte. Und ja. Ne? Und dazu kommt noch eine Kleinigkeit. Wenn ihr euch ein Motorrad kauft mit zu wenig PS, ne? Ich will euch jetzt auf gar keinen Fall sagen, kauft eine Maschine mit, ne, mordsmäßig viel PS, niemals so, ne? Kauft euch bloß jetzt keine Tausender am Anfang so. Das bringt nichts. Aber es bringt auch nichts, untermotorisiert anzufangen. Man muss die goldene Mitte finden. 600er haben ein sehr spezielles Ansprechverhalten, sag ich mal. Und da muss man halt gucken, ob einem das Spaß macht. Ne? Und ja. Oh, wir fahren jetzt mal hier. Oh, guckt mal. Wir sind hier beim KSW jetzt gelandet. Da würde ich gerne einen kleinen Soundcheck machen. Oh, oh Gott, oh Gott. Digga. Digga. Au, au, au. Ich muss mal hier jetzt eben. Da merke ich jetzt auch gerade, mit der Duke hatte ich tatsächlich gar keine Probleme, so ein bisschen durchzufahren. Mit der Gixxer ist das wieder was ganz anderes. Ein ganz anderer Schnack. Ich verpiss mich hier mal eben wieder. Schnell weg. Hoffentlich habt ihr mal Kennzeichen nicht aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie sensibel die hier so sind, was das angeht. Ne? Also mich würde es abfucken, wenn ständig Leute kommen würden, aber ich weiß halt nicht, ne, wie oft das andere tun. Aber gut. Aber gut, aber gut. Fahren wir einfach mal hier lang. Digga, spielt er da mit einem ferngesteuerten Auto?
Naja, wie gesagt, also so eine Supersportart ist toll, klasse, aber guckt, ne, wie viel ihr sie wirklich fahrt. Macht auf jeden Fall eine richtig ausgiebige Probefahrt, bevor ihr euch sowas kauft, denn das ist wirklich ein Unterschied, also, ne. Und, aber ansonsten sind das sehr, sehr geile Bikes, also, ne, gerade so die G6R, sie macht mir viel Spaß. Ach ja, übrigens, so als kleinen Vergleich, ne, mit der Duke jetzt, Duke Gixxer, so. Die Gixxer hat keine Ganganzeige, finde ich aber auch nicht störend, also, klar, ist nice to have, hat sie aber nicht, aber man ist ja nicht so blöd zum Zählen, oder? Also, wenn ihr jetzt so hochschaltet und so, man zählt ja irgendwie so unterbewusst seine Gänge mit, also ich tue das zumindest. Sie hat keine Uhrzeit, das finde ich manchmal sehr schade, weil, ja, ne, dass es eine Uhrzeit manchmal zu haben, wäre sehr praktisch. Ich habe mich gerade dabei erwischt, wie ich auf das Tacho schauen wollte, um zu gucken, wie spät es denn überhaupt ist. Hier ist übrigens das Atlantic Hotel und da ist irgend so eine Beachbar. Und das ist hier alles 30er-Zone. Das tut wieder so weh. Es ist halt wirklich, also dieses Motorrad in 30er-Zonen und statt Stop and Go, das ist einfach schmerzhaft. Du kannst nicht einfach mal so eben cruisen, das geht einfach nicht. Es ist halt kein Motorrad für den Innerortsverkehr. Es ist ein Motorrad, mit dem man es ein bisschen krachen lassen kann. Und ja, ne, das kannst du halt einfach nicht innerorts machen. Digga, es ist so unglaublich anstrengend hier, 30 zu fahren. Fick mein Leben. Und da sind wir jetzt hier wieder auf der KW-Brücke. Ne, schönste Aussicht. Und an dieser Stelle würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.